Die R&S Vertriebs GmbH beliefert heute mehr als 2600 Lebensmittelgeschäfte in Deutschland. Seit der Gründung vor über 50 Jahren hat R&S den Import Wurst- und Schinkenwaren stetig ausgebaut. Mittlerweile zählen über 70 Hersteller aus 11 Nationen der EU zu den Lieferanten. Das Herzstück sind allerdings die Hausmessen. Hierfür veranstaltet R&S seit über 40 Jahren in ganz Deutschland jährlich zwei Hausmessen. In diesem Jahr gibt es ein neues Konzept der Hausmessen. Mit Ingmar Rauch, Geschäftsführer der R&S Vertriebs GmbH, haben wir uns über das Konzept der neuen Messen unterhalten. Viele Messen wurden diesem Jahr abgesagt. Warum findet Ihre Hausmesse trotzdem statt? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir haben natürlich im Vorfeld mit unseren Kunden gesprochen, die seit vielen Jahren zu diesen Messen kommen und haben festgestellt, dass das Interesse und auch die Bereitschaft und auch die Erlaubnis da ist, unsere Messen trotz der Corona-Krise zu besuchen. Entsprechend haben wir ein sehr, sehr gutes Sicherheitskonzept ausgearbeitet, welches wir auch den Kunden vorgestellt haben, dass die Gesundheit und die Hygiene während des Besuchs unserer Kunden auf den Gomenta-Messen natürlich gewährleisten wird. Insofern sehen wir gar keinen Grund, die Messen, die für uns, unsere Lieferanten und auch für unsere Kunden von enormer Bedeutung sind, nicht stattfinden zu lassen. Auf unseren Messen präsentieren wir nämlich die wichtigsten Highlights für die anstehende Saison, sprich für das Weihnachtsgeschäft, die natürlich trotz Corona für alle Beteiligten von enormer Bedeutung sein wird. Darüber hinaus ist es so, dass unsere Produkte nicht Standardprodukte sind, die jeder kennt und jeder jeden Tag kauft, sondern es sind Produkte für besondere Genussmomente. Sie sind also erklärungswürdig und vor allem begreift man unsere Produkte insbesondere dann, wenn man sie verkostet. Man kann also unsere Produkte nicht mit einem Bild, einer Beschreibung oder einer tollen Verpackung alleine verkaufen, sondern man muss sie tatsächlich erleben, probieren, um ihr Potenzial für die anstehende Saison tatsächlich auch richtig einschätzen zu können und zu erkennen, dass sie für ein erfolgreiches Weihnachtsgeschäft unumgänglich ist. Und das ist der Grund, weswegen wir unterm Strich gesagt haben und uns durchgerungen haben und haben gesagt, trotz vieler abgesagter Messen halten wir an dem Konzept fest und lassen unsere Messen stattfinden. Für Ihre Hausmesse haben Sie ein neues Konzept namens Gomenta erstellt. Können Sie das Konzept bitte erläutern? Ja, natürlich, sehr gerne. Ja, die Idee, eine Gomenta-Messe durchzuführen, kam im Laufe der Zeit. Sie müssen sich vorstellen, wir veranstalten an vier Standorten in Deutschland zweimal im Jahr Messen und wir lassen uns auch immer wieder neue Dinge einfallen. Und da haben wir schon viele, viele Ideen gehabt und uns auch überlegt. Aber wir sind natürlich dann irgendwann auch an den Punkt gekommen, dass wir uns überlegt haben, was sind die eigentlich wirklich wichtigsten Elemente in dem Geschäft, was wir heute umsetzen. Nämlich, das sind eigentlich die Produkte. Die eigentlichen Stars unserer Hausmessen sind schon seit jeher die Produkte, die wir vorstellen und verkosten und verkaufen dürfen und von denen wir und wie auch unsere Kunden natürlich leben. Und wir haben uns dann gedacht, wie honoriert man eigentlich Stars? Also wenn wir in der Filmbranche zum Beispiel mal schauen, wie honoriert man Stars, die man liebt und verehrt und zu denen man als Idol aufschaut? Und da sind wir dann drauf gekommen, dass es zum Beispiel so Preisverleihungen gibt, wie die Oscar-Preisverleihung. Und da unsere Messen auch immer mit sehr viel Emotionen belegt sind und wir eine anregende Präsentation anstreben, die auch unsere Kunden immer wieder neu inspiriert, kamen wir eben darauf, eine Art Preisverleihung zu machen, wo wir Produkte in verschiedenen Kategorien nominieren und die Kunden während des Besuchs der Hausmesse dazu auffordern und mitmachen lassen, abzustimmen, wer die Gewinner in den jeweiligen Kategorien sind. Also wir versprechen uns natürlich dann davon, dass oder von der Gomenta, dass unsere Kunden von den Produkten, die wir präsentieren, inspiriert werden und die vielfältigen Wachstumschancen, die das R&S-Sortiment bietet, dann auch inspiriert werden und es entsprechend umsetzen können. Und wir wollen natürlich auch, dass die Kunden mitwirken können, welches ihre Stars sind in der jeweiligen Kategorie. Ja, und die Gomenta bietet dann natürlich dem Kunden nicht nur diese Genussmomente und die Inspiration für das tatsächliche Geschäft, sondern wir haben auch natürlich ein bisschen was an Unterhaltung geplant in einer Zeit, in der alles ein bisschen mit angezogener Handbremse funktioniert und man keine Konzerte mehr besuchen kann, wenn also hier jetzt keine großen Konzerte veranstalten. Aber ein bisschen Unterhaltung ist schon mit dabei. Wir dürfen zum Beispiel
mit gewissem Abstand machen wir auch die Kunden zu den Stars unserer Argumente. Die können sich also vor einer Sponsorenwand sozusagen fotografieren lassen. Wir wollen auch nicht alles verraten, aber es wird ein Walk of Flame geben, also eine Art Grillstraße, wo wir die besten Grillprodukte zeigen. Und natürlich kann jeder Kunde mit abstimmen, welche Nominees in der Kategorie zu den Gewinnern zählen und hat dann auch entsprechend die Chance, wenn er genannt werden will, als Zitatgeber dann später auch bei der Bekanntgabe der Gewinner mitgenannt zu werden. Also im Grunde genommen glaube ich, das ist ein Highlight für alle Gourmet-Freunde, diese Gourmenta-Messe dann zu besuchen. Das hört sich ja toll an. Wie können Sie Sicherheit Ihrer Besucher gewährleisten? Ja, das ist natürlich, wie ich das schon sagte, wir haben ein Hygienekonzept, was wir auch pro Standort individuell abgestimmt haben, sodass wir sicher sagen können, wir haben wirklich alles dafür getan, nach heutigen Erkenntnissen, dass die Besucher auf unseren Messen sicher sind und keine Ansteckung davontragen werden. Das fängt dabei an, dass jeder Besucher registriert wird, damit wir im Falle einer Rückverfolgung dem Gesundheitsamt natürlich sofort sagen können, wer mit wem wie in Kontakt möglicherweise war. Wir werden natürlich auch die Dauer des Aufenthalts und den Beginn des Besuchs und Ende des Besuchs dokumentieren. Und jeder Besucher wird auch auf seine Körpertemperatur gemessen und es wird dokumentiert, sodass wir auch im Vorhinein, bevor es überhaupt zu einer Kontamination kommen könnte, rausfiltern können, falls jemand Symptome zeigt. Dann ist es natürlich absolute Pflicht, in den geschlossenen Räumen einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Wir haben überall Desinfektionsspender aufgestellt und werden auch unsere Mitarbeiter und auch die Gäste natürlich immer wieder erinnern, dass sie sich bitte die Hände desinfizieren. Für Essen, da haben wir baulich gesehen ein bisschen eine schwierige Bedingung, weil der Messeraum an sich sehr, sehr klein ist. Historisch gesehen ist das so. Und da haben wir ein großes Zelt organisiert, was auf dem Parkplatz aufgebaut wird, was toll geschmückt sein wird, wo wir die Gäste auch unterbringen können für die Wartezeit, bis man in den Messeraum kommt. Denn das nächste ist, dass wir die Anzahl der Besucher in diesem Messeraum, also eine Restriktion eingebaut haben, eine maximale Anzahl von Besuchern, die sich in diesem Raum aufhalten dürfen. Und wir haben eine Wartezeit, nachdem die Gruppen in dem Messeraum waren, damit die Aerosole sich entsprechend etwas beruhigen können und die Ansteckung durch Aerosole vermindert wird. Ja, und das ist eigentlich, achso, und dann natürlich, das kommt dann gleich sicherlich auch nochmal, wenn wir verkosten, da gibt es auch noch Hygienemaßnahmen, damit wir vermeiden, dass wenn ein Mitarbeiter möglicherweise den Weg, dass da die Ansteckung auch bei der entsprechenden Verkostung nicht stattfindet. Ja. Wo wir noch zur Verkostung, hatten Sie gerade angesprochen, Verkostung, was sieht es da vor? Genau, also es ist so, dass natürlich alle unsere Mitarbeiter sind getestet und es werden natürlich auch untersucht, ob sie Symptome zeigen oder nicht. Es werden die Körpertemperaturen gemessen, aber wir werden auch dafür sorgen, dass wir bei der Vorbereitung der Ware zur Verkostung Handschuhe tragen und Mund-Nasen-Schutz und wir werden also keine Verkostungsware, die man als Gast bei uns probiert, irgendwie mit Händen pur anfassen, sondern es wird dann mit einer entsprechenden Fleischgabel das Verkostungsgut sozusagen angereicht, sodass es da keinen Kontakt gibt zwischen der verkosteten Ware und demjenigen, der die Ware verkostet. Vielleicht noch zum letzten Thema, zum Thema Corona. Wie ist das Unternehmen aufgestellt? Ja, ich glaube, dass wir da relativ früh sehr weitreichende Maßnahmen eingeleitet haben, um uns und unsere Firma zu schützen. Denn wenn wir bei uns im Lager, wir produzieren ja nicht selber, sondern wir importieren, das heißt, wir haben verpackte Ware am Lager. Nichtsdestotrotz, wenn bei uns in der Kommissionierung die Mannschaft ausfallen würde, das wäre für uns nicht gut. Insofern haben wir sehr weitreichende Maßnahmen aufgestellt. Externe Besuche sind nicht möglich im Moment, es sei denn natürlich, es sind wichtige Handwerksarbeiten zu erledigen. Ansonsten haben wir alles verlagert in digitale Treffen und das funktioniert auch eigentlich ganz gut. Es werden bei allen Mitarbeitern bei jedem Mal, wenn sie das Gebäude betreten, die Temperaturen kontrolliert und registriert und auch entsprechend gespeichert. Wir haben mit Mitarbeitern Vereinbarungen getroffen, dass uns jeder bitte seine Aufenthaltsorte angibt, in den Urlaubszeiten, sodass wir Risikogebiete vom Robert-Koch-Institut dann auch entsprechend identifizieren können und Maßnahmen vorher einleiten können, bevor der Mitarbeiter dann wieder bei uns in die Firma kommt. Haben entsprechende Homeoffice-Regelungen vereinbart und wir haben bei uns im Lager, weil das ist für uns das Herzstück natürlich des Unternehmens, eine große Investition getätigt, indem wir UVC-Kanonen, kann man dazu sagen, aufgestellt haben. Also wir haben ungefähr 21.000 Kubikmeter gekühlten Raum,
diese UVC-Kanonen reinigen bereinigen die Luft von Keimen und Viren innerhalb von 4 Stunden. Also wir schaffen es, diese ganze Luft einmal in 4 Stunden umzuwälzen, sodass, wenn uns doch einer durch die Kontrollen sozusagen durchgeht und das Virus in sich trägt und vielleicht auch symptomfrei ist, dass wir trotzdem schaffen, die Luft zu entkeimen und so einen Übergreifen auf andere Mitarbeiter möglichst einzudämmen. Na klar, wir haben überall Handdesinfektionsspender aufgestellt und haben Schulungen für alle Mitarbeiter angeboten und auch durchgeführt, um zu sensibilisieren, wo sind die kritischen Punkte, auf die man in so einer Pandemie achten muss. Herr Rauch, vielen Dank für das Interview. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Messe und bleiben Sie gesund. Dankeschön. Herzlichen Dank. Danke Ihnen auch. Alles Gute.